Zweimal Ja für die Volksschule Weissenbühl, für einen Baukredit und für die Planungsvorlage. Das freut mich sehr. Am Anfang war das Projekt ja umstritten, weil das Beach Center auch noch dort geplant war. Jetzt haben wir eine bessere Lösung für das Beach Center. Wir wollen mal ins Hausbad. Und das Schulhaus kommt genau so, wie es das Quartier eigentlich auch wollte. Zweitens freut es mich aber, weil das das innovativste Schulprojekt ist, das wir in Bern haben. Ein reiner Holzbau in modernsten Baustandards. Ich freue mich auf den Bau, aber nachher vor allem, wenn das Schulhaus fertig ist, für das Quartier. Ich danke der Stimmbevölkerung herzlich für das Ja zur Volksschule Weissenbühl. Jetzt können wir dann mit dem Bau bald loslegen. Und wir brauchen auch in diesem Quartier zusätzlichen Schulraum. Was mir besonders gefällt, ist, dass diese Schule den Namen Quartierschule wirklich verdient. Es ist nämlich mehr als einfach ein Schulhaus und eine Turnhalle. Es wird ein Ort, wo die ganze Quartierbevölkerung gerne hergeht. Es hat einen Allwetterplatz, es hat zwei Rollsportanlagen, es hat Spielplätze und sogar im Schulhaus hat es Jugendräume und Räume für die Quartierbevölkerung. Und auch während dem Bau ist die Quartierbevölkerung gefragt. Sie kann nämlich bei der Gestaltung des Aussenraums mitreden. Und das Töpfchen auf dem I ist, dass wir Gummimatten so erhalten können, wie sich Quartierbewohnerinnen und Quartierbewohner aus dem Weissenbühl gerne haben.